Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Accepit panem in sanctas ac venerabilis manus suas. Hoc facite in meam commemorationem. Brüder und Schwestern, einige von euch hatten bereits die Ehre, Heinrich von Skalitz kennenzulernen, der auf Geheiß von Herrn Hanusch herkam, um das abscheuliche Verbrechen von Neuhof zu untersuchen. Vermutlich wisst ihr nicht, dass Heinrich kürzlich Prag besuchte und dort durch Gottes Gnade einer Predigt des Jan Hus von der hochgeschätzten Prager Universität beiwohnen durfte. Es gelang mir, Heinrich zu überreden, sich heute hier an meinen Platz zu stellen und euch Hus Lehren näher zu bringen. Denn, wie ihr sicherlich alle wisst, ist Jan Hus ein wirklich sehr beliebter Prediger in Prag. Also, Heinrich, du darfst beginnen. Meine Brüder und Schwestern in Christus, heute möchte ich euch von den Lastern unserer heiligen Mutter Kirche erzählen. Dieses Bübchen will über die Kirche predigen? Die Schöpfung hat zwar jedem Menschen die Macht verliehen, über die Welt zu herrschen, aber diese Macht gibt ihm nicht gleichzeitig das Recht dazu. Dieses Recht gehört Gott allein. Es ist die Korruption von Gottes Seelenhirten hier auf Erden, welche uns Unglück bescheret hat. Die Pest, Feinde, Ungerechtigkeit, Hunger und Chaos, Missernten, Brände, Flut und andere Katastrophen. Und das alles wegen den korrupten Dienern Gottes, die nicht leben, was sie predigen. Sie glauben, sie könnten Sünden mit Geld fortspülen, indem sie Ablassbriefe verkaufen. Aber das ist nicht richtig. Denn Silber tilgt keine Sünden. Viel Selbstvertrauen hat er in Prag nicht bekommen. Und welch Sünden? Sie leben mit Dirnen und halten sich Konkubinen, obgleich nur ehelicher Verkehr zum Zwecke der Fortpflanzung rein ist. Nimmt einer ein Weib oder ein Mann, nur um seine Gelüste zu befriedigen, wer verführt sie dazu, wenn nicht Satan? Und wie ungeheuerlich, wenn dieser Mann ein Diener der Kirche ist. Ein Unzüchtiger, der das Messgewand anlegt und dann Gott sein Gesicht zuwendet. Nichts, was wir nicht eh schon wissen. Genug von den Sünden, von denen die Prälaten so gerne predigen und deren Absolution sie euch versprechen, wenn ihr der Kirche nur genug in den Rachen werft. Was, wenn der Teufel selbst zahlte? Sagen uns die Bischöfe dann, dass auch er in den Himmel auffährt? Und was ist mit diesen Bischöfen? Sie sündigen ohne Reue und mit dem Geld, das sie den Armen für Ablassbriefe rauben, halten sie sich edle Rösser und unzählige Diener. Sie würfeln und kleiden ihre Mätressen in teure Pelze, während Christus barfüßig war und seinen Kopf nirgends hat zur Ruhe betten können. Hört auf euer Gewissen, ihr, die ihr die Armen bestehlt, denn Gott und seine Jünger sehen euch. Nieder mit den Prälaten, hinfort mit ihnen. Wir haben Glück, Pater Godwin zu haben, einen gerechten und einfachen Mann. Gott sieht, was sich auf Erden zuträgt, und er ist erfüllt von rechtschaffenem Zorn, da jene, welche nach der Erlösung der Seele streben sollen, stattdessen den Mammon verehren und lohnende Ämter an sich reißen.
Gesegnet seien die Hirten, die die Armut ihrer Herde teilen, die eins sind mit euch und die mit euch die Bürde dieser weltlichen Pilgerschaft teilen, ohne eure lässlichen Sünden zu verurteilen. Ja, Ehre sei Godwin. Lasst ihn saufen wie unser eins. Das ist alles, was ich in Prag hörte. Amen. Kennt ihr denn keine Scham, ihr Possenreißer? Ich werde dem Bischof davon berichten. Schämt euch. Das ist die reinste Blasphemie. So ein schmachvolles Verhalten. Geistliche, die sich in der Kirche besaufen. Und? Gilt unsere Abmachung noch? Willst du mich eigentlich verarschen? Wenn ich auf den Altar gekotzt hätte, wäre es noch besser gewesen als das. Ich bin kein Prediger. Ja, was du nicht sagst. Das weiß jetzt jeder. Das kann nicht dein Ernst sein. Nachdem ich... Nachdem du was? Nachdem du meine Predigt vollkommen versaut hast? Du sollst mir helfen und nicht noch mehr Ärger machen. Du hast mir den Bischof und die Gemeinde auf den Hals gehetzt. Verschwinde, ich muss mich jetzt zusammenreißen. Und was soll ich jetzt tun? Such dir jemand anderen, der dir hilft. Gelobt sei Jesus Christus. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Massaker in Neuhof und jetzt auch den Mord hier. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Natürlich. Frag ruhig. Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trieb? Keinen Schimmer. Kennst du jemanden, mit dem Heinz Zeit verbracht hat? Verwandte oder Freunde? Er war ein Eigenbrötler. Hatte nicht mal in der Schenke Freunde. Dieser Heinz, der umgebracht wurde, wie war er so? Er war ein Säufer und immer auf eine Rauferei aus. Keiner hat ihn gemocht. Aber so ein Ende würde ich niemandem wünschen. Ist dir kürzlich etwas Verdächtiges aufgefallen? Hab ihn eine ganze Weile nicht mehr zu Gesicht bekommen. Weiß nicht, wo er sich rumgetrieben hat. Das ist alles. Danke. Guten Tag. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hanusch von Leiper. Ich untersuche das Mass... Ich weiß nichts darüber, aber frag so viel du willst. Dieser Heinz... Hab ihn nicht gut gekannt. Hat nicht viel geredet, selbst in der Schenke. Ist dir kürzlich etwas verdächtig? Jetzt, wo du es sagst? Er war gestern... Hat mich gefragt, was er im Schilde führt, wenn er sich plötzlich... Weißt du, was Heinz am Tag des Überfalls auf Neuhof so trägt? Bin tief in der Nacht von der Schenke heim und hab einen gesehen, der ins Dorf gegangen. Hat's wohl eilig gehabt. War nur ein Schatten, der sich vom Himmel abgehoben hat, aber... Kennst du jemanden mit dem... Mit keinem aus dem Dorf. Hat in der Schenke ab und an mal neben uns gesessen, aber... Das ist alles. Danke. Gehen hier irgendwelche verdächtigen Dinge vor? Nichts Außergewöhnliches, Gott sei Dank. Haltet den Dieb!
Gott sei mit dir. Ich komme auf Geheiß von Herrn Hahn. Ich weiß nichts darüber. Dieser Heinz, der umgebracht wurde. Hab ihn nicht gut gekannt. Hat nicht viel geredet, selbst. Ist dir kürzlich. Jetzt, wo du es sagst? Er war gestern in der. Hab mich gefragt. Das ist alles. Beste Grüße. Euer Pfarrer ist offenbar ein ganz besonderer Geistlicher. Er ist recht geschickt mit dem Schwert. Wohl wahr. Er ist hart wie ein Nagel. Ist schon öfter bei Kneipenschlägereien dazwischen gegangen und hat Ordnung geschaffen. Nicht zu unterschätzen. Das hat er wohl kaum in einem Stift gelernt. Du weißt ja, wie es läuft. Die Adligen schicken ihre jüngsten Söhne in die Klosterschule. Und auch unser Pfarrer hat blaues Blut. Er wurde sicher zu Hause im Schwertkampf ausgebildet, bevor er zum Studium ging. So läuft es eben bei den Wohlgeborenen. Aber angeblich ist etwas vorgefallen, woraufhin er eine Weile in der Welt umherstreifte. Was er angestellt hat, weiß ich jedoch nicht. Gut, Wien verrät mir nicht, wer Heinz Spießgesellen waren. Ich komme nicht weiter. Kein Wort über diesen Möchtegern, Pfarrer. Er hat mir gestern einen Zahn ausgeschlagen. Und du warst bei ihm. Du gehörst an den Pranger. Ich gehe freiwillig, wenn du Godwin neben mich stellst. Ihn leiden zu sehen, wäre es mir wert. Kann ich mir vorstellen. Wie schon gesagt, niemand besuchte Heinz. Aber da fällt mir ein, dass man ihn in Rathei wegen irgendeiner Sache verurteilte. Vielleicht erfährst du dort etwas. Der Schreiber könnte einen Eintrag gemacht haben. Hab Dank, Vogt. Daran habe ich nicht gedacht. Und lass mich dir einen weiteren Rat geben. Geh nie wieder mit Godwin zechen. Lässt sich was am Preis machen? Was sagst du dazu? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Mit der Summe kann ich leben.
Mach schnell, bevor mich dein Gestank noch umhaut. Hey, hast du ihn etwa umgebracht? Ich? Wie kommst du denn darauf? Du hast ihn umgebracht. Ich habe niemanden umgebracht. Die Leiche lag schon hier, als ich herkam. Jeder weiß, dass du ein Unruhestifter bist. Ich bin vielleicht hin und wieder in was reingeraten, aber mehr nicht. Du hast wahrscheinlich recht. Also gut, ich denke, du bist doch nicht der Schuldige. Gut, dass du es einsiehst. Und was genau hast du hier eigentlich gemacht? Worauf willst du hinaus? Es wäre besser für dich, wenn du gestehst. Also gut, ich war's. Ich wollte ihn nicht töten, aber ich konnte mich nicht zurückhalten. Er stolzierte mit seinem Geld herum und ich kann mir kaum was zu essen leisten. Du musst das niemandem sagen, weißt du? Und du wirst es nicht bereuen. Nein, ich bin nicht bestechlich. Ich könnte einen Happen vertragen. Ich bin wirklich ziemlich hungrig.
Mist, ich wünschte, ich könnte schwimmen. Der hier. Ich werde nicht gebraucht. Und wer bist du? Bruder Elias. Was machst du hier? Was ich kann. Ich versuche, den Skalitzer Flüchtlingen so gut es geht zu helfen. Wie lange hilfst du hier schon aus? Ich war schon hier, bevor die Flüchtlinge kamen. Da war es nicht so voll. Und was genau machst du hier? Hauptsächlich helfe ich Bruder Nikodemus. Wenn einer der Kranken stark leidet, wache ich hin und wieder nachts an seinem Bett. Manchmal muss ich Strampelnde festhalten. Sachen holen. Bist du in der Heilkunst bewandert? Ein wenig. Die Grundlagen beherrsche ich. Aber ohne Bruder Nikodemus könnte ich den schwierigeren Fällen nicht helfen. Hab Dank. Was ist denn? Johanka? Ha, Heinrich? Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Ich hörte, es geht dir gut. Im Vergleich zu anderen... Du lebst. Also geht es dir gut. Was geht hier vor? Mein Gott. Philipp und... Sie sind alle... Ja. Was glaubst du, wo die Verwundeten enden würden? Ich... hatte ja keine Ahnung. Tja, jetzt schon. Nikodemus und ich versuchen, so gut es geht, zu helfen, seit Skalitz dem Erdboden gleichgemacht wurde. Nur wir beide. Kann ich irgendetwas tun? Sicher. Wir können hier stets helfende Hände gebrauchen. Und das übrigens nicht erst seit heute. Mir ging es selbst schlecht. Sie verfrachteten mich nach Atai. Ich war bewusstlos, brauchte einen Heiler. Wie geht es den Leuten hier? Was kann ich tun? Wie es ihnen geht? Sie krepieren. Und zwar sinnlos, aber ich kann nichts dagegen tun. Wir haben zu wenig zu essen, zu wenig Platz und zu wenige Helfer. Hilft denn keiner bei der Pflege dieser armen Teufel? Hier wimmelt es doch von Gelehrten. Gelehrte, ja. Doch die Heilkunst legen sie in Gottes Hand. Bruder Nikodemus versucht es wenigstens, aber hat sich alles nur angelesen. Kann ich sie mir mal ansehen? Ich verstehe mich ein wenig aufs Heilen. Auf einmal? Und was würdest du tun, wenn du dich an der Esse verbrennst? Erst muss man die Wunde kühlen. Ringelblume hilft und es ist besser, die Wunde nicht zu verbinden, damit sie atmen kann. Ah, du weißt wohl, wovon du redest. Scheint, als wüssten Schmiede doch mehr als bloß, wie man Zähne zieht. Zähne ziehen? Ein Klacks. Solange man mit der Zange nicht zu fest zudrückt, ist alles gut. Nun gut. Sieh nach, ob irgendjemand Hilfe braucht. Aber reiß keinem die Zähne aus. Hilft das Kloster den Kranken nicht? Sie geben uns und den Kranken zu essen und einen Schlafplatz. Aber eigentlich dulden sie uns eher, anstatt uns zu helfen. Habt ihr genug zu essen? Zum Überleben reicht es. Aber Genesende brauchen reichhaltige Kost. Und wenn ich Fleisch brächte, vielleicht Wild, das würde sie stärken. Das wäre eine große Hilfe.
Brauchst du sonst noch etwas? Sieh dich um. Nun ja, ganz schön viel los. Viel los, sagst du? Ich musste einige der Kranken unter freiem Himmel betten, sogar nachts. Und hast du gesehen, worauf sie liegen? Ich kann versuchen, bessere Bedingungen mit dem Kloster auszuhandeln. Das habe ich schon versucht, lautstark. Die nicken bloß und krümmen keinen Finger. Brauchst du sonst noch etwas? Sieh dich um. Nun ja. Viel. Das habe ich schon versucht. Nun gut. Warum ist draußen eine Wache? Die ist meinetwegen hier. Deinetwegen? Ja, mir hat's irgendwann gereicht, wie sie mit uns umspringen. Da bin ich aus der Haut gefahren und habe beinahe einen... Ach, egal. Danke, mehr wollte ich nicht wissen. Heinrich, ich weiß, ich bin etwas pampig, doch ich bin am Ende meiner Kräfte. Letzte Woche ist Bohuslav gestorben. Den kanntest du vielleicht. Keinen hat's gejuckt. Wir brauchen dringend Hilfe. Ich tue, was in meiner Macht steht. Ich habe etwas Fleisch. Bist du für die Krankenstube verantwortlich? Ich bin der Infirmarius hier, ja. Bisher musste ich mich immer nur um ein paar alte, lahme Mönche kümmern. Jetzt ist es diese Bescherung hier. So alt, dass sie sich nicht mehr auf den Beinen halten können? Das ist nicht das Einzige, was die nicht mehr halten können. Aber was rede ich? Es ist ein Segen, ein solches Alter zu erreichen. Wie geht es den Verwundeten aus Galitz? Manche von ihnen sind gut versorgt. Andere sterben hier. Unnötigerweise. Es ist gut, dass wenigstens Johanka hier ist. Allein wäre ich völlig überfordert. Also behandelst du normalerweise keine Verwundeten? Es gab natürlich Unfälle. Hier ein gebrochenes Bein, dort ein Pferdekuss oder ein Ziegenbiss. Aber das hier? Nie zuvor war ich mit dem Grauen der Schlacht konfrontiert. Wäre es doch eine Schlacht gewesen. Es war ein kaltblütiges Gemetzel. Du warst dort? Gott sei dir gnädig, so wie den Toten und den Versehrten. Wie kann ich dir helfen? Hast du mit Johanka gesprochen? Habe ich. Wenn du dich aufs Heilen verstehst, versuch dein Glück. Obwohl du nicht so aussiehst, als fröntest du der Kunst des Hippokrates. Das stimmt, ich bin Schmied. Aber ich habe mich schon öfter um Verletzte gekümmert. Was, wenn ich mir bei einer Behandlung unsicher bin? Frag mich einfach.
Wir sehen dann, was wir tun können. Was denkst du über den Kustos? Baron vom Berg? Nun, der macht seine Arbeit gut, sorgt für unsere Sicherheit. Ich sah ihn zuletzt, als ich seinen Ausschlag mit Salbe behandelte. Ich hörte, er war in letzter Zeit öfter hier. Das stimmt. Er besucht Johanka, bleibt aber nie lange und geht immer unzufriedenen Blickes. Hab Dank. Warum sorgt man so schlecht für sie? Sie werden zusammengepfercht wie Vieh und manche müssen sogar draußen schlafen. Das kann nicht gut sein. Nachts wird es bitterkalt. Mehr kann ich nicht für sie tun. Wie ist das möglich? Du bist der Infirmarius. Du entscheidest, wie die Geldmittel verwendet werden. Aber ich entscheide nicht, wie viel ich bekomme. Da der Abt fort ist, ist es immer noch dieselbe Summe wie zu der Zeit, als ich nur Alte gepflegt habe. Kannst du denn nichts dagegen tun? Hilft dir keiner? Ich fürchte, nein. Die Brüder im Kloster kümmern sich nicht um die Welt da draußen. Und der Kustos hat mit dem Chaos in der Gegend genug zu tun. Außerdem gilt seine Hauptsorge dem reibungslosen Alltag des Klosters. Was ist mit dem hiesigen Kustos? Seine Leute haben genug Vorräte. Ich habe es bei ihm versucht. Aber er hatte wohl einen Streit mit Johanka und gibt uns nichts. Ich spreche mit ihm. Wie könnt ihr Mönche ruhig schlafen, während die Skalitzer so leiden? Es beschämt mich. Aber meine Mitbrüder meinen, es läge alles in Gottes Hand. Die Zustände hier erscheinen mir sehr unchristlich. Das siehst nicht nur du so. Ich möchte etwas von dir lernen. Was kannst du denn bereits? Ein wenig von allem. Ist das so? Verstehst du denn etwas von Kräutern und Heilpflanzen? Um ehrlich zu sein, leider nicht. Was soll ich dann mit dir anstellen? Nun, macht ja nichts. Vielleicht lernst du etwas Neues. Geh zum Kräutergarten, sieh dir an, was wo wächst und jäte dann das Unkraut in den Kräuterbeeten. Alles verstanden? Ja, ich fange gleich an. Nicht so schnell. Habe ich dir schon gesagt, was Unkraut ist? Dazu gehören Löwenzahn, Brennnesseln und Distel. Auch diese Pflanzen haben ihren Zweck, aber zwischen Augentrost und Minze nichts zu suchen. Und auch nicht anderswo in diesem Garten. Wie halte ich sie auseinander? Jetzt kommt der Teil, bei dem du etwas lernen kannst. Sieh im Herbarium nach und finde heraus, wie Löwenzahn, Brennnessel und Distel aussehen. Verstehe. Wenn du den Garten von Unkraut befreit hast, komm zurück. Und gnade dir Gott, wenn du etwas anderes als Unkraut entfernst. Keine Sorge, ich habe einen Hang zur Gärtnerei. Diese Wunden wurden gründlich versorgt. Herr im Himmel, ich bekomme kein Auge zu. Warum regst du dich denn so auf? Warum? Wegen meines Beins muss ich mindestens noch eine Woche hier bleiben. Es tut verdammt weh. Und weil auch noch alle die ganze Nacht rumjammern, finde ich keinen Schlaf. Vielleicht kann ich etwas brauen, womit du Schlaf findest. Dann beeil dich um Himmels Willen. Hier ist alles gut.
Was willst du denn? Du bist nicht aus Skarlitz. Nein, aber bitte, hilf mir. Ich muss hier weg. Was ist mit dir geschehen? Hab an einem Gebäude gearbeitet, als das Dachgerüst unter mir zusammengebrochen ist. Du hast Glück, dass du überhaupt noch lebst. Das meinen alle. Aber was hab ich davon, dass ich leb, wenn ich hier bloß rumlieg wie ein Sack Mehl? Sieht übel aus, aber da ist nichts, was ein paar Wochen Ruhe nicht kurieren könnte. Wochen? Scheiße, ich muss viel eher wieder arbeiten. Wieso kannst du nicht bleiben, bis du gesund bist? Hab eine Familie. Bin arm. Wir kommen nur durch, weil ich auf der Baustelle maloche. Der Meister meint, wenn ich in ein paar Tagen nicht zurück bin, brauche ich gar nicht wiederkommen. Und wo sollen mein Weib und ich dann hin? Wer nimmt uns auf? Wir werden im Wald hausen müssen und da sind wir freiwillig für Räuberpack. Gibt es etwas, das ich für dich tun kann? Deine Wunden sind bereits versorgt. Als ich klein war, hat ein Gaul meinem Vater mal einen Tritt verpasst. Eine alte Vettel aus dem Dorf hat ihm dann so violette Kräuter gegeben. Danach ging's ihm schnell besser. Weißt du noch, welche Kräuter das waren? Nee, aber hier im Kloster liegt doch alles verdammte Wissen der Welt rum. Hat bestimmt mal einer aufgeschrieben. In so einem Herbirarium oder wie das heißt. Ich werde mich umsehen. Danke dir. Danke. Was hast du hier zu suchen? Du siehst gesund aus. Schon, aber das Bein tut noch weh. Waren das die Kumanen? Das sage ich dem Weibsvolk. Um ehrlich zu sein, habe ich mich selbst verletzt, als ich weggerannt bin. Hm. Wechseln sie deine Verbände? Manchmal. Die haben mir gesagt, sie hätten nicht genug Verbandszeug. Tja, aber die Verbände müssen gewechselt werden. Ich habe die Verbände für dein Bein. Wunderbar. Sagst du es, Bruder Nikodemus? Ich mache das selbst. Bist du nicht der Sohn eines Schmieds? Das ist lange her. Leider musste ich mir seitdem das eine oder andere über die Heilkunst aneignen. Tja, dann mach mal. Was hast du hier zu suchen? Wieso wächst du mich auf, verdammt? Und? Was denkst du? Fühlt sich sauber an. Hoffentlich hilft's. Wird es. Sag ihnen, sie sollen täglich deine Verbände wechseln. Sie sind hier. Vielen, vielen Dank, Heinrich. Keine Ursache. Der kommt aus eigener Kraft durch. Hier ist alles gut. Diese Wunden wurden gründlich versorgt. Er regt sich nicht. Aber die einzige sichtbare Verletzung ist die am Bein. Ich muss Johanka fragen. Philipp aus Skarlitz. Ich sehe keine Wunden, aber er zittert fürchterlich. Hab Dank. Was ist mit Philipp passiert? Philipp? Er ist bewusstlos, hat Schüttelfrost und Fieber. Oh, das wusste ich nicht. Als er hier ankam, ging es ihm gut. Keinen Kratzer am Leib. Er hat die anderen hierher eskortiert. Aber plötzlich ging es ihm schlecht und irgendwann verlor er das Bewusstsein. Frag Johanka. Vielleicht weiß sie mehr. Gibt es einen Trank für tiefen Schlaf? Gewiss, den alten Klassiker. Klassiker? Einige der Brüder haben gerne einen süßen Schlaf. Und manchmal ist das der einzige Weg. Ich zeige dir, wie man ihn braut. Hab Dank.
Hoffentlich sind die bald weg. Was fehlt dem Kerl beim Altar? Ich kann keine Verletzung erkennen, aber er ist sehr blass und nicht ansprechbar. Er hatte einen Beinbruch. Sah schlimm aus. Der Knochen trat durch die Haut aus. Wir haben versucht, das Bein zu richten, aber ich weiß nicht, ob es gelungen ist. Ich mache mir kaum Hoffnungen. Ich habe andere in seinem Zustand gesehen und für die ging's nicht gut aus. Gott, es muss doch etwas geben, das wir tun können. Und was schlägst du vor? Die Mönche helfen uns nicht und ich wüsste sonst niemanden. Lass mich es versuchen. Ich richte sein Bein. Du? Unglücklicherweise musste ich so etwas schon einmal tun. Man muss die Knochen genau aneinander fügen. Keine leichte Sache und die Schmerzensschreie zehren an den Nerven. Man darf sie einfach nicht beachten. Nun gut, dann versuch es. Einer der Verletzten, Semek, klagt über seine Blessuren. Er hat Angst, dass er nicht mehr arbeiten kann und... Semek? Ist er einer von uns? Nein, er ist Bauarbeiter. Er ist lediert und ans Bett. Um Himmels Willen, Heinrich, unsere Nachbarn verrecken. Unsere Freunde. Uns fehlt die Zeit für die Wehwehchen irgendeines Bauarbeiters. Oh, was hast du dir nur dabei gedacht? Hör zu, ich brauche doch nur den Namen einer Pflanze. Dann schlag doch in deinem Buch nach. Du hast hier schließlich ein ganzes Herbarium. Was ist mit Philipp geschehen? Der arme Kerl. Erst war alles in Ordnung mit ihm und jetzt verfällt er mit jedem Tag. Aber weißt du warum? Vielleicht. Er ist nicht aus Scarlets geflohen, sondern hat sich lange versteckt. Zwischen den Leichen. Falls er sich vergiftet hat. Was können wir tun? Wir? Nichts. Einzig Pater Simon hätte ihn retten können. Der kannte sich mit Giften aus. Und wo ist er? Er verließ doch Scarlets schon vor Jahren. Und weiß jemand, wohin es ihn verschlagen hat? Wenn du das Gerede über einen wilden Mann im Wald glauben magst, solltest du nach Rovna gehen. Ich habe etwas Fleisch. Danke, Heinrich. Reichhaltiges Essen hilft sicher. Der kommt aus eigener Kraft durch.
Bällchen hieß es. Auf. Die Leute heutzutage. Du hast hier nichts verloren. Steh nicht im Weg rum. Woher weiß ich, was Unkraut ist? Jetzt kommt der Teil, bei dem du etwas lernen kannst. Sieh im Herbarium nach und finde heraus, wie Löwenzahn, Brennnessel und die... Und wo sollen sie nicht wachsen? Zwischen Minze und Augentrost.
Lass uns über den Preis sprechen. Nun, versuchen wir's. Wir sind hier fertig. Das führt zu nichts. Besprechen wir den Preis. Nun, versuchen wir's. Zufrieden? So kriegst du mich nicht rum.